Es lebt. Eure Gebete wurden erhört. Endlich mal wieder guter Horror, endlich mal wieder Windeln wechseln, endlich mal wieder... Herzlich willkommen zu Layers of Fear Inheritance, liebe Freunde, dem DLC zu... Layers of Fear wahrscheinlich, oder? Ja, Freunde, ihr habt's gehört, ich wünsche euch viel Spaß. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Home sweet home, möchte man auch da fast sagen. Endlich angekommen, daheim in vertrauter Umgebung. Wäre uns nicht allen der Terror und Wahnsinn gewahr, der hinter dieser Tür in diesen vier Wänden auf uns wartet. Wohl allerdings diesmal aus anderer Perspektive. Wir spielen die Tochter unseres werten Malers, liebe Freunde. Und unser lieber Papa hat uns ein Erbe hinterlassen. Was das ist das Anliegen dieses Spiels. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr mit mir zusammen diesem Geheimnis auf die Spur kommen wollt. Herzlich willkommen zum DLC von Layers of Fear Inheritance, liebe Freunde. Und wie es aussieht, werden wir so gleich zum Anfang reich beschenkt mit einer Taschenlampe, über die ich mich natürlich sehr freue. Wäre da nicht die jähe Gewissheit, dass wir wahrscheinlich genau aus diesem Grund von unsäglicher Dunkelheit heimgesucht werden? Aber was habe ich eigentlich erwartet? Okay, liebe Freunde, lassen wir mal alle Naivität hinter uns und schreiten voran. Immer rein in die gute Stube, oder? Das habe ich mir wesentlich gemütlicher vorgestellt. Mom? Ich bin ja schon ruhig. Also, ich habe doch noch gar nichts gemacht, Mann. Mom? Paps? Okay, so ein kleines Privatkonzert hat auch was für sich, oder? Aber bitte verlangt keine Zugabe. So viel Gage habe ich gar nicht übrig. Okay, liebe Leute, so stehen wir hier inmitten unseres Elternhauses und erkennen viele Dinge wieder. Das Malerzimmer, die Treppe in den ersten Stock, das Bad und die Küche. Und vielleicht verschlägt es uns zum Anfang in den offenen Raum. Oh Gott. Hier hat sich meine Mutter umgebracht, oder? Falls das überhaupt stimmt. Mensch, jetzt hört doch mal auf mit dem Gefiedel. Was ist denn das? Das geht einem ja auf den Sack. Und mach mal bitte immer die Klobrille zu. Das stinkt ja zum Himmel. Dass das keiner merkt? Okay, liebe Leute, da meine Versuche hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen kläglich gescheitert sind, ein kleiner Hinweis vorab. Seid euch meiner absoluten Zuversicht auf meine vollste Aufmerksamkeit gewidmet, mit dem ich bedächtig durch dieses Spiel schreiten werde, in sehnsüchtiger Erwartung, dass ich alle Geheimnisse entdecken kann, die dieses Game für uns bereithält. What the fuck? Wenn es mir dann auch mal gelingt, diese verdammte Tür aufzumachen. Dankeschön, Seth. Du hast dich gerade vor alle Augen lächerlich gemacht. Okay, liebe Leute, die Lerneffekte stellen sich manchmal später ein. Damit muss man umgehen lernen. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Das fragst du dich, ja? Wie wär's mal mit Vorhängen aufziehen? Oder Hecken verschneiden? Alles eine Frage der Perspektive, liebe Freunde. So sind wir hier im Malerzimmer, wo aller Wahnsinn seinen Anfang nahm. Oder die Erstickung dessen. Alles eine Frage der Perspektive, Freunde. Aber ich habe gesehen, hier wartet eine Box der Freuden auf uns. Mal sehen, was sie für uns beherbergt. Die Vorratspackung. Gab's offensichtlich im Sonderangebot. Nun gut, diese kleine vertrocknete Stelle, da kriegen wir schon wieder aufgelöst. Aber ich kann momentan noch nicht so viel mit anfangen. Vielleicht haben wir in den Schubladen mehr Glück. Von dem üblichen Plunder mal abgesehen. Das sollte ich vielleicht beim nächsten Mal dazu sagen. Okay, liebe Leute, ich habe so allmählich das Gefühl, dass wir noch intensiver mit diesem Raum in Kontakt kommen werden. Vielleicht schauen wir erstmal in der Küche nach, ob die Mama uns ein herzhaftes Mahl serviert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du sagst es. Reeks in here. Ja, die Mutti ist offensichtlich überfordert mit dem Abwaschen. Vielleicht solltest du eine gute Tochter sein und ihr mal zur Hand gehen, oder?
Was, oh. Ah ja, ich habe ja eine Taschen... What the fuck? What the fuck? Alter, ich bin noch klein. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, liebe Leute. Mich durchfährt gerade eine Erkenntnis. Ich glaube, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich durch unser Elternhaus schreiten und alle möglichen erinnerungstechnischen Flashbacks begegnen. Das nenne ich mal interessant. Ich glaube, besser kann man das, glaube ich, gar nicht rüberbringen. Okay, hier hatten wir irgendwas. Oh Gott. Kümmere dich darum, nachdem du dir die Glasscherben aus dem Fuß gepult hast. Ja, wir haben auch das beste Modell einer Taschenlampe bekommen, wie ich sehe. Dankeschön dafür. Gleich kommt so ein Dicker mit Ketten um die Ecke und ich muss mich in irgendwelchen Schränken verstecken. Nein, nein, ich habe das alles durch. Okay, was ist denn jetzt hier? Die Waage funktioniert offensichtlich. Das... Für welches Rezept dieser Welt braucht man 21 Gramm von irgendetwas? Kann mir das mal jemand beantworten? Ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Okay, liebe Freunde. Ah ja, die Abstellkammer. Da sind wir ja eben gerade nicht hingekommen. Wir mussten ja in Erinnerungen schwelgen. Hi. Oh, hier, 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 hier. Ein Bild. Oh. Oh Gott. Ich weiß, was es zum Essen gibt. Okay, das haben wir mitgenommen. Nun gut, nun gut. Wir müssen allerdings auch Bilder sammeln. Ich hoffe, dass Slenderman nicht hinter irgendwelchen Ecken auf uns lauert. Das wäre wirklich eine herbe Enttäuschung. Okay, liebe Leute, dann gehen wir mal in den Keller. Nein, in den Keller gehe ich noch nicht. Ich gehe lieber diese äußerst sicher aussehende Treppe hoch in den ersten Stock. Wobei mir einfällt, dass da unser Kinderzimmer ist. Genau, da gehe ich mal hin. Das ist ja der Ort unseres Aufwachsens. Ich war's nicht. Was ist mit diesem Ding? Oh Gott, war das ein Hinweis? Ich glaube, es geht ein wenig los, liebe Leute. Da haben wir es. Ich mach mal lieber das Licht an. Was haben wir hier? Sagte er und machte es aus. Der Endraum. Die gesammelten Werke unseres Vaters. Och Mensch, Mutti, du musstest dich doch nicht extra schön machen. Ich weiß doch, wie du aussiehst. Okay. Aber es sieht aus, als hätte er es vollendet. Zumindest in unserer Perspektive. Alles eine Frage dieser Perspektive, liebe Leute. Ich weiß nicht. Was ist mit unserem Vater geschehen? Ich denke mal, das wird sich noch herausstellen. Ich weiß nur so viel, dass dieses Spiel auch multiple Enden hat, liebe Freunde. Die wir natürlich alle freispielen werden. Oder die ich euch zumindest allen zeigen werde. Also, das habe ich aber auch größer in Erinnerung. Papa, wo hast du meine Teddybären weggeräumt und meine ganzen Würfelchen und so weiter? Ich beschreie es lieber nicht. Nachher kommen die wieder auf mich geflogen. What the fuck? Das sieht nicht normal aus. Ich hab's gewusst. Hallo? Oh mein Gott, ist das gut gemacht. Alright, young lady. Shall we continue? Die malten mich. Wir werden gemalt. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Ja, ja. Now, where was I? What? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Wer ist die böse Hexe in deiner Geschichte? As her eyes adjusted. Oh Gott! She saw something moving. Ich war's doch gar nicht. Keep your head straight. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Oh God, no. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of it. Ja! Alter! Hello! Oh mein Gott, Alter, ich hab mega Gänsehaut. What the fuck? Oh. Was ist das mit den Hunden, Mann? Oh Gott. Hello, I'm right here. Ja, Entschuldigung. Mach einfach weiter. Princess heard a fearsome growl. Also der ist schon völlig von Socken. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. Höllenhund, ja, den habe ich gerade gesehen. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess. Look at me. Oh, ey, Alter,
Alles klar. The princess remained motionless. Ich kann nichts dafür. Do you want this story to have a happy ending or not? Lass mich in Ruhe. Papa, sollen meine Spielzeuge das machen? Damn it, not again. Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting. She was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Okay, ist doch alles gut. Oh mein Gott. My fault. It was always my ja, es ist immer deine Schuld. All I had to do was stay still. Erste Prinzip einer jeder Elternschaft. Du hast es kapiert. Hours on end, until he would finally get it right. Er hat uns immer wieder versucht zu malen. How many attempts there were. Er hat sich hingekriegt. But each one made me feel like I was his greatest failure. Und hat seinen eigenen Perfektionismus auf uns projiziert, dass wir der Fehler sind, so wie ich das verstehe. Oh ja. Das Büro. Oh nee, nicht dieses Bild. Das ist so verdammt creepy. Okay, liebe Freunde. Bevor wir hier weitere Geheimnisse lüften, würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt und würde euch versprechen, dass es ab morgen mit längeren Folgen weitergeht. Wenn ihr dranbleiben wollt. Das Spiel kann nämlich jetzt erst abends raus und ich will das noch ganz schnell hochladen, damit eure Lust an meinen Videos gestillt ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das weitersehen wollt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin wahnsinnig gespannt und ich bin wahnsinnig beeindruckt schon jetzt, was das Spiel hier an Brainfucks liefert. Das ist unglaublich gut gemacht. Ich freue mich mega auf dieses Game und ich hoffe, ihr auch. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis morgen, liebe Freunde. Haut rein. Ciao.